So, jetzt können wir noch mal gucken, was er die letzten 9 Jahre, seit er hier ist, wohl so hatte. Der Oberkörper musste schon mal verbunden werden. Aber da war ja gar nichts. Da kam ja einmal hin, hatte einmal Stress gehabt, keine Ahnung. Irgendjemand hatte ihm den Oberkörper auch mal kurz angeschnippelt. Deswegen wurde er ja gesäubert, verbunden und dann wurde er ins Bett gelegt und alles war gut. Und dieses Jahr war halt Kacke, ne? Das war der Einzige, der hier liegt. Auch wenn ich nicht herausfinden konnte, warum unser Dungeon Master entschieden hat, mit dem Bolzen auf den Arzt zu schießen. Wo ich es immer noch interessanter finde, dass das anscheinend keinen interessiert. Da ist kein Fall für aufgegangen. Das auch. Ja, Zwerge sind ja immer begeistert, wenn sie einer Arbeit nachgehen können. Ist sie begeistert? Ja, das war sie, ne? Nö. Das ist nicht sie. Sie ist aber bestimmt trotzdem satisfied. Sie fühlt's. Sie ist einfach begeistert, arbeiten zu können. Immer noch. Ja, das ist aktuell. Das ist ja das Grauere ist ja, was sozusagen in letzter Zeit passiert ist. Und das ist das Aktuellste. Gut, sie ist begeistert wegen dem Arbeiten. Es fühlt sich aber alleine, weil sie halt die ganze Zeit nur den Zombie verarztet. Dann hat man halt nicht viel Kontakt zu Freunden, ne? Auch nicht zur Familie. Sie findet auch nicht die Zeit, zum Tempel zu gehen, um zu beten. Ist ein bisschen gelangweilt. Ich wäre auch gelangweilt, wenn ich die ganze Zeit immer nur einen Zombie verarzten müsste. Aber dass sie was verbinden darf, finde ich super. Die hat eine Arbeitseinstellung. Sie weiß, der Job ist ewig, aber er macht ihr trotzdem Spaß. An seiner Stelle käme ich mir nur doof vor. Er fühlt nichts. Dem ist das sowas von egal. Der liegt da jetzt seit, was hat man jetzt gesagt, seit 81 oder wann war das? Ja, er träumt davon der Familie. Große Familie? Ne, 75. 75 war das große Massensterben. Seitdem liegt er hier. Das sind 21 Jahre. Seit 21 Jahren liegt er hier. Und ja, ist aber trotzdem, na, glücklich würde ich jetzt nicht sagen, mir ist einfach alles scheißegal. Aber ist halt ein Zombie. Er würde halt gerne Familie gründen, das kann er aber nicht, weil ist halt ein Zombie. Finds Maintaining, Deco, a silly, flumbling waste of time. Dass du da rumliegst, ist die größte Zeitverschwendung aller Zeiten. Steht da irgendwas? Ja gut, hier ist alles Mögliche kaputt und so weiter. Jetzt bin ich ja gerade nur erst 87. Guck mal, das zählt auch nicht weiter. Er ist offiziell nur 87 geworden. Also ist er im Jahr 1071? Nee, 1091? Nee, 87. 7? 81. 1081? Hört es doch auf, wenn er 87 ist. Er ist dann geboren. Wir haben aber nicht 81. Wir haben 96. Also ist er 81 gestorben? Also seit 15 Jahren Zombie? So rum?
Scheint so. Ist auch egal. Der hat es jedenfalls, wie gesagt, der hat es hinter sich. Ich finde ihn nur trotzdem immer noch wieder, immer aufs Neue interessant, dass er da liegt. Oh nein, unser Chert geht uns aus. Verdammt, das geht ja gar nicht. Ab in die Mine. Irgendwo eine Ecke, die nicht so weit ist. Ja gut, hier unten brauchen wir nicht gucken. Ja, räumen wir hier irgendwo was raus. Können auch ein bisschen was von dem Dings hier mitnehmen. Von hier. Gib's dumm. Wir machen das bis da. Und die Ecke kann einfach auch noch mit. Weil da darf nur eine Zweierbreite sein. Das funktioniert sonst nicht. Dann können wir, wenn wir ein paar Miner haben, könnte ich auch noch weitermachen. Noch ein bisschen Chair dran kriegen. Was sagt unser Untotengang? Ist immer noch da. Was sagt unser Hebel dazu? Noch 5. Unser Militär ist, da fehlt noch einer. 2 und einer. 4 Zwerge müssen noch los, damit wir die nächsten Raids sozusagen durch haben. Und den einen offenen Angriff gegen die Goblins, einfach weil es Goblins sind. Die anderen beiden haben wenigstens einen Auftrag mit dem Buch. Die anderen beiden Trupps. Der andere hat einfach nur Goblins ärgern. Mit denen sind wir eh im Krieg. Müsste auch theoretisch, wenn ich dann in die Steam-Version dann nächste Woche gehe, werde ich hier nochmal, glaube ich, einmal in den nächsten Wochen nochmal die Legends zusammenfassen. Irgendwas Schönes muss ich mir dann für diese Feste noch ausdenken, wenn wir sie doch nie wieder rausgraben sollten. Ich weiß es nicht. Es täte mir leid um die Festung, aber die neue wird auch was haben. Da finden wir auch coole Sachen. Warfort beschreibt immer schöne Geschichten. So, was haben wir noch? Eigentlich erstmal nichts, ne? Ganz entspannt heute. Aber ich wollte gucken. Ja, okay. Ein Miner ist da, das reicht. Einer ist besser als keiner. Die Ausrüstung von dem scheint reingeholt zu werden, weil zumindest sind Zwerge dorthin auf dem Weg und holen etwas. Was gut ist. Die Leiche selber ist aber nicht verboten. Doch, die ist bestimmt auch verboten, ne? Nein, ist ein Task drauf. Okay. Haben wir eigentlich wieder mal einen Geist? Nein. Müssen wir noch ein Slab setzen? Wofür haben wir denn unsere Leichenlager? Ich wollte das ja auf diese Seite jetzt setzen. Nein. Perfekt. Hab ich euch zugewiesen? Ja. Das Sand hier liegt jetzt auch schon in diesen Gräbern. Ist hier unten auch schon wieder alles voll? Natürlich. Nee, nicht ganz. Da ist noch was frei. Und Platz frei. Da gehört ein Geist rein, anscheinend, wie es aussieht. Warum auch immer. Aber wir haben noch, ja, ist nicht mehr so viel, ne? Doch, hier oben ist noch frei. Okay, wir haben noch über 20 Gräber frei. Gräber frei. Moin, Battlehawk. Schön, dass du da bist. Deswegen, das passt. 20 Gräber frei. Was wollen wir mehr? Ich würde sagen, warum haben wir 79? Aber es sind immer 30 Zwerge sind gleich unterwegs. Bugbett. Ach, das ist unten. Das ist Cave 3. Die können ruhig kämpfen. Das machen die Dämonen da unten. Das juckt uns alles nicht. Wir haben jetzt auch viel zu viele Schlafzimmer. Moment. Das muss ich leider einmal kurz hier. Meine Frau schreibt was. Wenn meine Frau was schreibt, kann das wichtig sein. Ach so. Oder auch nicht. So.
So könnte ich das am Mittwoch machen. Ich schreibe hier einfach irgendwelche Nachrichten per WhatsApp nebenher. So, Schatz, ich habe Hunger. Einmal bitte, keine Ahnung, Schnitzel runterbringen. Wollte zuerst sagen, mach mir ein Sandwich, aber. Das wäre zu dreist. Genau. Wo ist mein Essen? Hopp, hopp, ich hab Hunger. Magen knurrt schon. Der knurrende Magen stört die Zuschauer. Wo ist denn der jetzt? Da. Stehst du da jetzt einfach nur? Wartest? Nee, du willst irgendjemanden mieten. Okay. Ich trau dem nicht. Steht da einfach so in einem Gang vor dem Friedhof neben einem Schwein und möchte mit jemandem sprechen. Der kann nichts gut. Und die Katze, die da rumläuft, die stinkt. Die hat überall da, wo so lang gelaufen ist, gerade Miasma verloren. Da gerade schon wieder. Was macht die denn da? Da ist sie, so eine Stinkekatze. Da kommt das Miasma und so weiter her. Wo ist sie? Oh, er geht los. Er möchte kämpfen. Da sind zwei, die gerade ein Tantrum haben und kämpfen wollen. Dann kämpft doch zusammen. Wen willst du denn jetzt? Die Katze oder was? Natürlich. Kloppt die Katze. Die haben alle einfach. Ah, den letzten Schuss nicht gehört. Ist hier eine Katze tot oder was? Nee, scheint nicht so. So, das haben sie jetzt wahrscheinlich mitbekommen. Das wird angezeigt. Nee, doch auch nicht. Wir haben keine rechtstreuen Zwerge mehr. Es wird nichts mehr zur Anzeige gebracht, weil sie gemerkt haben, wenn wir in der Anzeige aufgeben, da wurde was kaputt gemacht, wird immer gleich der Erstbeste verurteilt. Ich habe ja die letzten nicht mehr ausgefragt. Ich habe die einfach nur verurteilt. Vielleicht haben sich die Zwerge das gemerkt und dachten sich so von wegen, ah nee, lass mal. Liegt ein Buch. Nö, läuft ein Job drauf. Ja, ist kein wichtiges Buch, aber wir hätten es. Vielleicht haben sie doch zufällig das richtige Buch mal gebracht. Sieht nicht so aus, ne? Unsere Zwergenliste ist fast auf nur noch auf einer Seite. Weil 30 gerade weg sind. So, ist jetzt hier irgendeins von den neuen Büchern wichtig? Nein, hier geht es auch wieder nur um irgendeinen Totenbeschwörer, der durch die Gegend fliegt. Leben ist kein passender Begriff gewesen. Ich würde ja gern hier drinnen suchen. Das könnte ich über den Enhanced Stock, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, so, wir gehen in den Enhanced Stock rein und suchen mal Liebe. So, Choose Rebirth gibt es, hilft uns aber. Also Afterlife gibt es halt nicht. Das Choose Rebirth hatten wir schon mal geguckt, ne? Chat Zoom, es liegt halt hier. Irgendwo hier drinne, wohl. Also in dem Bookcase. Kann man da reingucken? Nö. Warum nicht? Was bist du für ein Kodex? Ach, es beinhaltet die Wertlosigkeit von Unabhängigkeit.
Das ist ein wichtiges Buch. Es heißt Die Kunst der Unabhängigkeit. Von dem Typen geschrieben. Und es beinhaltet die Wertlosigkeit der Freiheit. Na gut. Hauptsache, es ist meisterhaft geschrieben. Ich finde das schön. Zwerge lernen, was sie lesen ja gerne. Wir haben ja gerade festgestellt, dass viele Zwerge dann, oder manche Zwerge zumindest dann, satisfied sind, wenn sie Bücher lesen können. Vielleicht hätten wir deswegen die Bibliothek nicht so lange schließen dürfen. Und dann hätte es auch nicht so lange gedauert, die Hunderten von Büchern da einzulagern. Auf der anderen Seite war die Möglichkeit, dass sie dann das richtige Buch lesen, ist, glaube ich, höher, wenn nicht so viele drinne sind. Ich hätte damals nur schalten müssen, dass wir das richtige Buch noch gar nicht haben. So. Hier sind es immer noch vier. So, was Chert kommt jetzt rein. Weil der einzige Miner, der arbeiten möchte, wenigstens arbeitet. Auch so hier als Zwerg, ne? Man muss sich ja nicht entscheiden, überhaupt zu arbeiten. Das hat man auch oft genug, Zwerge, die einfach ihr gesamtes Leben in der Kneipe hier oben verbringen. Machst du einen auf Bartender? Ne? Ist halt der Tavernkeeper. Hast nur Untote als Gäste, die trinken eh nichts. Und ab und zu mal ein paar Zwerge. Ansonsten hast du es ganz entspannt. Gibst ein paar Bier mal raus und fertig. Oder machst dann auf Performer, so wie unser Elf, und läufst einfach die ganze Zeit depressiv durch die Gegend, weil du keinen Bock hast, in der Taverne vor irgendwelchen Zwergen zu tanzen. Also kaputt machen sich die Zwerge hier schon mal nicht. Also wenn sie nicht wortwörtlich kaputtgeschlagen werden, dann halt nicht. So muss man das ausdrücken. Cavecrawler, Dämon. Die Sau kämpft. Jetzt sehe ich das wieder nicht. Jetzt bin ich wieder so ein Schwarzen gefangen. Weiß ich, wo das ab und zu herkommt. Wir sollten vielleicht mal wieder ein paar Tiere schlachten, weil wir sehr viele Schweine haben. Der Captain of the Guard hält eine Menge Schweine. Warum? 2, 4, 6, 8, 9. Okay. Neun Schweine und dazu hat er noch 2, 4, 6, 8. Hat er auch noch 9 Eber. Mensch, hast du dir direkt als Pärchen geschnappt? Ich weiß nicht so, ob Schweine jetzt direkt so lebenslange Ehen schließen, dass man die als Paar halten müsste. Aber okay. Nur mal nach Katze gucken. Ganz viele Katzen sind jetzt uninteressiert, weil Santi ist tot. Die schlachten wir jetzt schnell weg. So. Und oh, Hunde haben wir eh zu viele. Uiuiuiuiuiui. Haben wir erstmal wieder Fleischvorrat. Na, da sind unsere Batscher erstmal wieder beschäftigt.